Das heißt hier, er handelt vorschnell. Das sind halt die Auswirkungen. Man muss eben nur die Auswirkungen dann auch noch gleich eindämpfen. Ich hoffe, man hat alles halbwegs verstanden. Wenn ich das Falschgeld jetzt noch sehe, dann wird's verbrannt, ohne Witz. Ach, ich glaube, ich sehe es. Tschüss. So. Anzünden. Das Falschgeld brennt. Ah, ich wollte schon gerade sagen. So, das ist der zweite, der fehlt. Okay. Sorry, ich muss das mal klauen. Oh ja. Erfolgreicher Bank, also erfolgreicher Klau. So, jetzt wo wir wieder oben sind, können die uns gar nichts mehr. Nicht mal mehr die kleinste Scheiße. Die Zivilisten in die Bank lasten. Und wie tue ich das? Als Nebenziel. Wenn du mir das jetzt auch noch verrätst, dann bin ich glücklich. Glücklich. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Jetzt ist einfach die Frage, kann man hier irgendwo mit jemandem sprechen und die Zivilisten reinlassen? Die Zivilisten reinlassen. Geht das so? So. Geht das jetzt? Können die Zivilisten rein? Jo. Zum Glück kenne ich das schon. Ah, dass man sich untertauchen kann. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Ich
will wissen, dass mein Geld sicher ist. Ist das mal geil? Nein. Was? Eigentlich wollte ich ja niemanden töten von denen, aber wenn die unbedingt wollen. Hier, Ivi, zeige ihnen mal, wie das geht. Ich bin jetzt auch am Aufstand machen, ne? Dahinter hat's jemand. Zurückbringen. Schloss knacken. Na dann. Machen wir mal auf. So, als wären sie nie fort gewesen. So. Jetzt nur noch rauskommen hier, ohne groß Aufsehen zu erregen. Und dann ist das hier erledigt. Nein, wirst du nicht. Weißt du warum? Ich bin mal weg. Also wenn du da also hinterher kannst, dann friss ich einen Besen. Pff, viel Spaß beim Sehen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe, dass man mich gesehen hat? So. Und jetzt einfach nur noch hierhin dran gehängt. Und wir sind durch. Wir sind jetzt zwar ein bisschen weiter weggerannt, aber musste gerade ja sein, ne? Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Kannst du dich mal hier, genau, fallen lassen? Denn ich sollte mich mal auf zu Aberline begeben. Oder Aberline. Je nachdem, wie man ihn ausspricht. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und so muss das. Für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Und somit hat die auch recht. Aber hey. Wir haben die Ehrenrettung der Bank abgeschlossen und wir können jetzt frisch fröhlich weitergehen. Die Mission hat 4 Sterne verdient. Auf jeden Fall. Weil sie wieder mal länger ging. Und auch einfach cutscene-technisch einfach auch gut. Jetzt kommt wahrscheinlich Planänderung dran. Zum Glück ist alles so neben Schnellreisepunkten, ne? Habt ihr Glück? Wenn ihr wisst natürlich, was das bringt, dass man diese Aufgaben erledigt hat, die Kutschenfahrt und so, könnt ihr mir es unten in die Kommentare schreiben, das weiß ich nicht. Also, ja klar, man hat die Gegenstände bekommen, klar, aber ich meine, nachdem eben da dieses einzelne T, was aufgeblinkt hat, ne, wo man dann schnell zu demjenigen hin musste, er hat ja gesagt, ja, er hat noch was für uns. Wo war das? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann hätten sie das gerade so gut ausblenden können, nur noch sagen können irgendwie, ja, danke für die Teilnahme und so, keine Ahnung. Irgendwie noch eine Ehrenmedaille, keine Ahnung, auf jeden Fall sowas und dann ist gut. Wenn sie schon nichts von materiellem Wert oder so geben wollen. Muss ja auch nicht sein, ich hätte auch einen Orden, vollkommen so ein Abzeichen, so völlig akzeptiert, dass mich dazu berechtigt zu sagen, ich bin der Beste in dieser Hinsicht in meinem Assassin's Creed.
Und das wäre ja bei euch nicht anders. Ich sagte doch, teilweise haben die ziemlich Sachen verschenkt, wo man sagen hätte können, ja, da hätte, ja, da haben sie einfach Potenzial verschenkt, hätten sie noch Sachen besser machen können. Aber okay. Eine neue Entwicklung hat sich bei Evies Suche nach dem Eden-Grabtuch ergeben. Okay, da starten wir noch kurz. Vor Abschluss. Doing. Sagen Sie mir noch mal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Evie Fry. Miss Fry, Maharaja Duleb Singh. Es ist mir eine Ehre. Kenne ich gar nicht. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Sturrock. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist. Aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Evie ist da immer ganz entschlossen bei sowas. Bei Stealth-Aufträgen. Meinetwegen. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Evie, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Von mir aus? Pass auf dich auf. Hast du dich in ihn verliebt, oder was? So. Jetzt dürfen wir steuern. Kannst du mal runter? Dann können wir nämlich mal Montur schnell mal switchen. Und zwar auf die alte Kultur hier. Und können Minervas Anzug mal wieder anziehen. Warte, ich komme mal zu dir runter. Was mit dir reden? Und der Plan? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Also komm, beweg deinen Arsch, ich hab dich genutzt. Alter. Wo bist denn du hin? Ah, endlich. Ach nee. Immerhin darf ich hier direkt schnetzeln. Dann habt ihr noch ein bisschen Evie Fry Action, aber bis zum nächsten Mal. Tüdelö.